Meister mit seiner Walking Tumor und das Duo Ketchup und Mayo. Das zeigt, wozu die Menschen hier im Machfeld imstande sind, dass ihr all das, was wir weltweit erwarten, im Machfeld zu Hause in der Nachbarschaft vor unserer Haustür finden und dann mit der Wirtschaft alles, alles Gute. Und lieber Wolfgang, damit wir die Messe wirklich gemeinsam eröffnen, verlose ich schnell das Podium und darf die Karin Renner, den Franz Stapler und den Ludwig Teltler einladen, mit mir gemeinsam die Messe zu eröffnen, damit es also auch seine Richtigkeit hat. Die Machfeldmesse ist eröffnet! Franchise GmbH gibt das System, wie man Verein und über diese Plattform verkaufen wir als Lagos Machfeld im Namen und Rechnung der Produzenten. Also okay. Wir verkaufen es mit der ganz normalen Rechnung mit, da steht drauf, im Auftrag von Herrn Wilfried als Erzeuger des. Das ist in Summe die Abnahme, Kontingente oder Reklame. Das ist der Versuch, ganz einfach die genossenschaftliche Grundidee. Ja, und auch in dem Bereich so der Vermarktung. Ja, die Schwierigkeit ist ja, ich bin bewusst, dass wir immer haben wollen, weil Wimpern Weinmarkt, der ja hervorragend funktioniert. Ja. Aber du bist fast nicht imstande, das ganze Jahr über halbwegs die Artikel zu liefern. Das war die Herausforderung. Das Frischware, das haben wir im Nachfeld nicht so viele Lieferanten und Produzenten. Das wollen wir einfach so bleiben. Das ist in anderen Gebieten, wo Frischware eher produziert wird, aufgrund der Veredelung. Und du musst aber das ganze Jahr das bieten können, sonst kommen wir leider nicht. Weil wir haben immer was und los. Haben wir heute was? Ja, das geht. Beko Popovicek aus Zwerndorf ist bei Ihnen im Laden und hat bei uns ein Gebäude der Gemeinde gemietet, wo er auch von Donnerstag bis Samstag offen hat und seine Waren anbietet. Auch im Süerwald, wo es eigentlich kaum eine Nahversorgung im Moment leider gibt. Der ist auch ein gutes Beispiel für wirklich intensive. Wir haben eine Messe zum 44. Mal in Straßhof. Was bedeutet das für die Region, so eine Messe? Also allein der Name Machfeldmesse sagt schon aus, dass es für diese Region eine sehr wichtige Institution ist. 44 Jahre das durchzuführen. Gratulation an die Veranstalter, an die Gemeinde, an alle Mitwirkenden, aber auch Unternehmer und den Kunden, die hier vorbeikommen, damit auch diese Messe so lange auch durchgeführt werden kann. Kann man sagen, was das Machfeld so ausmacht? Das Machfeld ist sehr weitläufig. Man hat keinen hohen Berg, außer heute, man gehört einen Rodelberg in Straßhof. Aber wichtig ist es hier mit dieser Region, die sehr starken Zuwachs hat in den nächsten Jahren auch und schon gehabt hat, dass man auch diese Unternehmer stärkt. Und wenn man hier Arbeitsplätze schafft, dann ist es auch ein Wohlbefühlen, auch für die Leute, die hier arbeiten, die hier auch leben nachher, weil wenn kein langer Weg ist in die Arbeit, dann ist es auch ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität in unserer Region. Also man sieht wiederum, gestern war ja so dieses große Spargelspektakel in Deutschwagen, aber es gibt halt doch mehr als den Spargel in Machfeld. Ne? Naja, wir haben ja viele Möglichkeiten in unserem Machfeld. Wir haben auch eine große Herausforderung, wie es in den nächsten Jahren auch mit dem Zuzug auch dementsprechend umgegangen wird, wo wir uns erweitern, wo wir eine Verdichtung durchführen. Und eine wichtige Herausforderung auch für unsere Region ist es, die Infrastruktur dementsprechend vorzubauen auch und nachzujustieren, damit auch hier Wirtschaft sich kaufen kann und entstehen kann, zusätzlich auch die Leute schnell zu Arbeitsplätzen kommen und die Leute sich auch wohlfühlen, weil auch die Gemeinden hier, vor allem Straßhof, man sieht auch heute mehr, welche gute Infrastruktur hier vorhanden ist, mit den Schülern, mit den Sporten, mit der Musik und so weiter. Das ist ein wichtiger Bereich auch und ich finde es sehr gut, dass hier in Straßhof diese Messe schon zum 44. Mal durchgeführt wird. Sage ich schon recht herzlichen Dank. Dankeschön. Machfeldmesse zum 44. Mal, was kann man dazu noch sagen? Nun, es ist eine Leistungsschau, die aufmerksam macht auf die Leistungen der Wirtschaft in der Region, insbesondere natürlich am Veranstaltungsstandort. Ich glaube, man kann sagen, dass es wichtig ist, dass irgendjemand die Initiative startet, auf diese Leistungen aufmerksam zu machen, dass die Leistungen selbst wichtig sind für die Menschen, weil sie Arbeit und Perspektive geben. Ich glaube, so regionale Messen haben ja ganz spezielle Bedeutungen. Natürlich, weil sie auch irgendwo vom Vertrauen und einer Beziehung ausgehen. Wenn ich baue beispielsweise, dann baue ich nicht mit irgendeinem ausländischen Bauunternehmen, sondern möglichst und in der Regel mit einem Unternehmen aus meiner Umgebung, sozusagen, wo ein Vertrauensverhältnis leichter herstellbar ist und insbesondere dann, wenn es um Reklamationen geht, auch der oder die abrufbar und eine gewisse Beziehung vorstellbar ist. Das ist auch eine Leistungsschau, was im Land Niederösterreich alles vorhanden ist. Ne? Absolut, die Wirtschaft lebt
lebt ja gerade von innovativen Unternehmen, von Klein- und Mittelunternehmen und in Wahrheit auch von der regionalen Wirtschaft. Das ist die große Masse auch der Leistungsfähigkeit der österreichischen und insbesondere der niederösterreichischen Wirtschaft. So, ich sage herzlichen Dank. Sehr gerne, danke. So, jetzt haben wir einen Hausherrn vor dem Mikrofon. 44 Jahre eine Messe in einer Gemeinde ist eine ganz beachtliche Sache. Ja, das ist richtig. Das ist ein beachtliches Alter, vor allem wenn ich denke, wie viele solcher Veranstaltungen es rundherum auch gegeben hat, von Zistersdorf und anderen Gemeinden. Und die in Schlosshof hat sich Gott sei Dank weiterentwickelt, weitererhalten, obwohl es, so wie bei der Eröffnung auch schon angesprochen worden ist, einige Hochs, aber natürlich auch Tiefs im Laufe der 44 Jahre gegeben hat. Und man hat gesehen, heute ist es ja auch ein enormer Zuspruch gewesen. Also bei der Eröffnung waren wahnsinnig viele Leute, es waren auch sehr viele Bürgermeister und auch politische Größen da. Das zeichnet doch auch diese Messe aus. Ne? Wie auch bei der Eröffnung schon angesprochen wurde, ist das natürlich eine Wertschätzung für die Veranstalter, aber auch eine Wertschätzung der Gemeinde, so sehe ich das, weil wir mit dem Veranstalter sehr eng zusammenarbeiten, versuchen ihn hier zu unterstützen. Es gibt zum Teil finanzielle Unterstützung für den Veranstalter, aber natürlich auch materielle Unterstützung durch unsere Bauaufmerksamkeit. Mitarbeiter, die hier immer wieder unterstützen und tätig sind. Also wie gesagt, eine tolle Veranstaltung, wirklich sehr tolle Aussteller und ja, kann man sagen, wir warten schon auf die 45. Messe. Vielen herzlichen Dank. Die 45. Messe wird aller Voraussicht nach im April 2020 stattfinden. Super, danke. Danke. Perfekt. Eine tolle Veranstaltung da und ich glaube, das ist für die Wirtschaft auch wichtig, dass es solche Messen gibt. Wir haben es eigentlich auch schon in der Eröffnung gehört, dass das wichtig ist, das Fenster zum Kunden aufzutun. Solche Messen sind geeignet dafür, dass man eben Kontakte knüpft, aber auch Kontakte aufrechterhält. Mehr als viel, was im Internet ja nicht so optimal möglich ist und dass man natürlich auch die Kunden, die da hier vor Ort sind, die hier ansässig sind, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern verbindet. Und das ist ein ganz wichtiger Impuls hier im Machfeld, diese Messe. Nicht umsonst gibt es sie schon 44 Jahre lang, weil sie sich bewährt hat und weil es eigentlich ein gutes Format ist. Ich glaube, es ist auch wichtig, dieses Face-to-Face, ne? So ist es. Der direkte Kundenkontakt ist immer wichtiger. Das Persönliche macht dann eigentlich den Unterschied aus. Im persönlichen Gespräch kann man Kunden überzeugen, kann man Beispiele besser bringen, als jedes Internet es vermag. Und das sind eigentlich die Stärken, die unsere Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort haben, mit Service zu punkten, mit der Persönlichkeit zu punkten und nicht zuletzt auch mit dem Preis. Das darf man auch nicht unterschätzen. Man wird glaubt, da wird man kriegt im Internet was geschenkt oder billiger oder in größeren Betrieben. Oftmals stimmt das nicht, wenn man den Preisvergleich richtig anstrengt. Kann man jetzt sagen, dass in Niederösterreich global, also generell gesagt, die Wirtschaft jetzt einen Aufschwung erlebt? Ja, den Aufschwung erleben wir schon die letzten Jahre. Was ein bisschen hemmt, ist momentan wirklich, dass wir gute Facharbeiter finden und diese auch in Beschäftigung bringen. Also das ist ein bisschen der Hemmschuh bei uns. Die Wirtschaft läuft gut, wir sind alle sehr zufrieden. Die Auftragslage ist sehr gut und zufriedenstellend. Aber mit unserem Personal, da müssen wir daran arbeiten, dass wir qualifiziertes Personal wieder bekommen, auch ausbilden. Das ist eine wichtige Säule und dass wir wirklich die Leute in Beschäftigung bringen. Die Arbeit ist wirklich da. Also es braucht sich keiner vor dem Internet oder vor der Industrie 4.0 fürchten, glaube ich, ist meine persönliche Meinung. Uns wird die Arbeit nicht ausgehen. Wir brauchen hochqualifizierte Mitarbeiter, um unsere Aufträge vernünftig und gut für den Kunden abarbeiten zu können. Das ist sehr erfreulich und ich hoffe, der Trend hält an und wünsche der Wirtschaft alles Gute. Vielen Dank. Gut, wir haben jetzt den Veranstalter dieser wunderbaren Messe. Ich glaube, die hat an Bedeutung nicht verloren, sondern gewonnen. Ja, also wir sind daran, das so zu halten und bemühen uns natürlich, die Messe wieder so aufzubauen, wie sie schon einmal war. Das gelingt uns auch in den letzten Jahren immer wieder mit mehr und weniger Erfolg, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ja, ich versuche, um die richtigen Worte zu finden, immer ein bisschen neue Aussteller zu finden. Also jetzt nicht unbedingt das klassische Gewerbe. Seit vorigen Jahr habe ich versucht, also Landwirte dazu zu bewegen, zu uns zu kommen, Weinbauern. Es gelingt mir, aber es muss sich noch ein bisschen herumsprechen. Also das ist nur ein Faktor, wo wir daran arbeiten, dass es so wird. Wir sind in einer ländlichen Gegend, wo das ganz einfach dazugehört und ich glaube, mit diesem Part können wir die Messe wieder ein Stück mehr aufwerten. Ist natürlich auch kein Widerspruch, ne? Nein.
Wenn man sich so anschaut, den Besucher anschaut und wie viel Prominenz heute da war, das wertet das Ganze auf. Und das zeigt wirklich, dass das Interesse da ist. Interesse ist sehr wohl vorhanden. Es wird natürlich immer die Wien-Nähe betont. Ja, wir gehen zu dieser Messe oder zu jener Messe. Oder wir gehen alteingesessen sind wir auch. Nicht? Aber mit so bekannteren Messen wie Dulln oder Wieselburg oder wie sie ja immer heißen, da habe ich natürlich schon sehr zu tun, weil ich natürlich mit solchen Zahlen wie diese Messen nicht aufwarten kann. Aber wie gesagt, wir bemühen uns, das Programm zu erweitern, die Besucherzahlen zu heben auf diese Art und Weise, nicht geschönt zu heben, also ich logge keine Pensionistenvereine, ich lade alle Pensionisten ein natürlich, aber ich karre sie jetzt nicht mit Autobussen her oder lohne, ich weiß nicht, aus alle Schulen, die Schulklassen, nur um jetzt Besucherzahlen zu haben, das liegt mir fern, ist auch nicht interessant für die Aussteller, nein, ich versuche also ehrliche Besucherzahlen zusammenzubringen und auf diese Art und Weise auch dem Aussteller zu zeigen, ich bemühe mich und ich versuche Leute herzubringen. Ich wollte sagen, Gratulation, wir sind ja durch die Ausstellung durchgegangen und die Aussteller gesehen, es ist ein guter, gelungener Mix und eine sehr interessante Messe. So ist es. Dankeschön. Bitte. Ja. Wir sind da bei einem ganz interessanten Stand, da wird nichts verkauft, aber es wird trotzdem etwas geboten. Ja. Verschiedene Informationen über unsere Pfarre in Strasshof, ja. Also welche Aktivitäten wir tun, also für die Kinder. Wir haben eine Familienmesse, ja, Messe, die so gestattet sind, kindergerecht, ja, damit die Kinder auch mitmachen können und singen. Es gibt Aktivitäten für ältere Leute, kranken Leute, die es wieder mehr gesungen. Vor allem alte Lieder, weil die älteren Menschen haben so Schwierigkeiten mit Lesen und so was. Und dann singt man einfach auswendig die von alten Zeiten, dass sie singen sehr mit Freude und so weiter. Und alte Gebete, also für ältere Leute und kranke Leute. Dann es gibt Aktivitäten für junge Menschen, aber junge werden sehr wenige bei uns. Wir haben keine Jungschar, aber wir haben eine große Gruppe für Pfadfinder. Sie sind nicht in der Pfarre, weil die Pfadfinder wollen auch so offen sein für die anderen Glaubenden, Weltanschauungen. Ja. Aber wir haben große, wie sagt man, wir haben Kontakte, wir arbeiten sehr miteinander. Zum Beispiel junge Leute, so 14-Jährige. Und das ist alles hier angeboten. Ne? Ja. Aber ganz interessant, dass die Kirche bei der Messe sich zeigt. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Das, gute Idee. Das ist auch für uns selbst, das war so, weil wir sind im Pfarrgemeinderat gesessen, ne? Und dann wird gesagt, wie können wir auch etwas machen im öffentlichen Raum? Und dann hat einer gesagt, na, ist gut, wir haben ja in Strasshof diese Magfeld-Messe. Da könnte man schauen, dass, ob wir dort einen Stand hätten können. Ne? Und es ist gelungen. Perfekt sogar. Ja. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Nachbargemeinde müssen wir drauf machen. Jetzt, so, wir haben da einen Stand aus Bockfliss, einen guten Wein. Was habt ihr für Weine? Ja, wir haben Weißweine, verschiedene Sorten von grünen Veltliner, DAC, Rheinriesling, Welschriesling. Dann haben wir Rosé, Rotweine, alles also handgemacht und hausgemacht und ja, also eigener Weinbaubetrieb. Eine breite Palette eigentlich. Ja, Gott sei Dank eine breite Palette und ja. Was geht denn am besten? An und für sich bei uns in der Gegend ist natürlich der grüne Veltliner nach wie vor der marktführende Wein.
Aber momentan wird auch der Rheinriesling immer beliebter, weil halt das Klima auch ein bisschen wärmer wird bei uns. Und der Blaufränkisch zum Beispiel. Bei den Rotweinern ist jetzt auch in unserer Gegend schon, fühlt sich auch schon sehr wohl, sagen wir so, ja. Und wenn ich jetzt einen Wein haben will, wo kann ich den erwerben? Den können Sie bei uns zu Hause erwerben oder wir liefern auch nach Hause. Das ist auch kein Problem. Also man kann den Wein bestellen, gibt seine Adresse an, liefern ihn gerne oder man holt ihn ab Hof bei uns ab. Darf ich ausstecken auch? Nein, wir haben keinen heurigen. Also den Wein verkosten und unbedingt bei euch vorbei. Ja, genau, da würden wir uns freuen. Super, danke. Danke Ihnen. Ja, jetzt sind wir bei einem Weinbau aus Billigsdorf. Was habt ihr für Weine? Wir haben Rot- und Weißweine. Unsere Spezialität ist gelber Muscatella, aber auch Weinviertel THC oder Frisante vom gelben Muscatella. Und bei Rotwein haben wir zweige Selektion, Blauburger und Merlot in der Bottelle. Was geht denn am besten? Am besten geht zurzeit Weinviertel THC. Ich bin auch in verschiedenen Gastronomiebetrieben vertreten, in Wolkersdorf zum Beispiel oder in Wien. Und ja, man merkt aber auch immer wieder bei den Konsumenten, dass wenn sie einen Hof kaufen, ja, sehen sie Regale und jeder nimmt von dort ein paar Flaschen oder von anderen Sorten ein paar Flaschen. Und man braucht halt heutzutage ein großes oder mehrere Sorten zur Auswahl und mehrere Produkte zur Auswahl, damit sich der Konsument das auch gut aussuchen kann. Ja, früher war es einfacher, da hat es nur in Veltliner, das war so der Standardwein, aber das hat sich ein bisschen geändert. Genau. Eben wie zum Beispiel bei Muscatella war unser Betrieb einer der ersten. Und ja, und so gibt es halt alle paar neue Sorten oder neue Möglichkeiten, was man alles verkosten kann. Was kann man sich wie ist der Muscatella vom Geschmack her? Wie kann man sich Muscatella ist, wenn man riecht, schon sehr duftig und sehr geschmackvoll und das taugt den Leuten. Ja, und eine zweite Spezialität ist, wie gesagt, der Champal, Frisante vom gelben Muscatella, was die Leute auch sehr schätzen. Das gibt es dann beim Billigsdorfer Kellergassenfest oder Kellergassenfrühling, unsere zwei großen Weinfeste in Billigsdorf, zum Kosten und Kaufen. Und es wird Zeit, dass man hingeht, da steht es eh angeschrieben, 27. und 28.04. in einer der schönsten Kellergassen vom Weinviertel. Genau. Man kann da bei 10, 12 Kellern Weine kosten. Es gibt Brote dazu und Mehlspeisen von den Bäuerinnen, von den einzelnen Betrieben. Und im September haben wir dann auch noch ein zweites großes Kellergassenfest, zweites Septemberwochenende. Und da kann man dann mit einem Kostglas zu einem Fixpreis 2 Tage die Weine durchkosten. Das ist nicht schlecht. Und das Schöne beim Billigsdorfer Kellergassenfest, die Kellergassen ist breit. Und die Bäume in der Mitte zwischen den Kellern und die Grünflächen, wo die Heuringarnituren für die Gäste aufgestellt werden. Ich glaube, das ist so ziemlich einzigartig. Ja, das hat mein Vater, der war Weinbauvereinsobmann von Billigsdorf, vor über 20 Jahren gegründet mit seinen Berufskollegen. Und ich bin selber jetzt im Weinbauverein tätig. Und wir führen das Erbe quasi weiter. Und das, wir kriegen immer die Bestätigung von den Leuten her, wie viele Leute was da kommen, vor allem aus der Region Wien, die was das Plakat sehen entlang der S2-Schnellbahn. Und es wird aber auch internationaler, merkt man das Weinfest, das kommen Chinesen, Japaner, verschiedene Nationen, aber auch Osteuropäer. Und man braucht wirklich schon einen mit von der Partie bei einem Ausschank, der was dann gut Englisch kann und einer das auch erklären kann. Zahlt sich auf jeden Fall aus, vorbeizuschauen. Also nochmal am 27. und 28. April nach Billigsdorf in die Kellergasse. Ich würde mich freuen, wenn viele Leute kommen. Dankeschön. Danke. Die Bocken müssen wir nicht mehr so.
Natürlich, eine Sekunde, ja? Ja, ja. Trieb, ist das aus der Schwagram? Wir sind aus der Schwagram, ja. Und ich sehe da so ganz kleine Ostereier. Ja? Von wo sind die? Solche Händel habe ich noch nicht gesehen. Die sind vom Strauß. Ist egal, ja. Es hat sich spezialisiert auf Straußenfleisch? Wir haben ein Lokal gehabt, über 30 Jahre, haben das verpachtet und machen seit August haben wir eine Straußenzucht. Mhm. Was ist da so besonders am Straußenfleisch? Erstens ist es total fettfrei. Ja, es ist sehr, sehr gesund. Und ich denke mir mal, wenn man etwas anderes machen möchte, dann soll man nicht irgendwem kopieren, sondern sollte man einfach was machen, was es da gar nicht gibt. Es gibt im Morgfeld gibt's keinen Strauß. Darum haben wir auch diese Tierart gewählt. Und mir gefallen auch diese Tiere. Wir haben einfach irgendwie so ein anmutiges Wesen. Ja? Man muss sich natürlich schon vor Augen halten, dass ein Strauß, wenn er mal dann geschlechtsreif wird, also dann vielleicht sehr gefährlicher ist. Ja? Und das macht man natürlich nicht, dass man da reingeht. Aber die kleinen Fuzis sind einfach super. Ja? Ja? Ist es schwer, so einen Strauß zu züchten? Schon. Das Problem ist beim Strauß, also erstens einmal, wir haben ja nicht jetzt 20 Jahre Erfahrung, sondern erst relativ neu damit begonnen. Der kleine Strauß hat den Nachteil, dass er innerhalb von, wenn jetzt nur nass wird, ja, mit 2 Monaten, dass er innerhalb von 2 Stunden sterben kann. Ja? Wenn er dann mal 6 Monate ist, ist es nicht mehr so schlimm. Dann ist er auch, sage ich mal, relativ pflegeleicht. Aber dann ist er wieder das Problem, er muss natürlich essen, damit aus ihm was wird. Weil man hat ja nichts davon, ja, wenn man im Prinzip einen Strauß züchtet, der einfach nicht wächst, dann habe ich kein Gewicht, dann habe ich kein schönes Steakfleisch und das ist ganz wichtig. Nicht? Vom Klima her ist das kein Problem bei uns? Überhaupt nicht. Ja. Wie gesagt, das Problem ist, der ganz kleine Strauß, wenn er auf die Welt kommt, braucht er mal 40 Grad. Ja. Mit seiner Wärmelampe und so weiter und so fort, das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Aber wenn er dann einmal, so mal 6 Monate ist, ist für ihn, wenn es regnet einen ganzen Tag oder wenn es minus 10 Grad hat, das macht einem gar nichts. Natürlich, bei Eis und Schnee soll er nicht draußen sein, aber sie können ihn ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr einsperren. Ja, weil es ein Wildtier ist. Es ist so wie ein Dammwild, ein Farmwild. Ja. Er ist auch in derselben Kategorie. Und wenn ich jetzt von euch was konsumieren will, ein Fleisch will, wo kann ich mich hinwenden? Im Moment bitte einfach anrufen. Die Telefonnummer ist auf der Homepage drauf. Die nennt sich machfeldstrauß.at oder ein Mail schreiben. Ja. Und ab August werden wir auf dem Parkplatz der Grill Ranch einen mobilen Verkaufsstand haben, der Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist. Wunderbar, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Dankeschön. Dann haben wir die Adresse. Ja, okay, passt. So, Herr, ob du schwarzes Leder hast, braun, rot, grün oder gelb, auftragen, da brauchst du nichts nachwischen, nichts nachpolieren. Arbeitsschuhe, Bergschuhe, Sportschuhe, Forstschuhe, zweiten bitte, Kunstleder, Lackleder, Glanzleder, Napperleder, beim Auto die Innenreinigung, Cockpit, einfach drüber wischen, da brauchst du nichts nachpolieren, Leder wird imprägniert, geschützt, gepflegt, der Schuh ist sofort trocken und sauber. Nicht schlecht. Ja. Wir haben vorher sowas von draußen. Ja. Das ist ein Kärntner Produkt mit Bienenwachs, Lanolin und Naturöle. Das ist kein Gift, keine Säure, kein Silikon dabei, nur Naturmittel. Im Werbeferse 26,90. Ja. Bei mir kostet eine 25. Heute gibt es eine zweite gratis dazu. 2 Schwämme sind dabei und bleibt bei 25. Nein, kann ich so sprechen. Nein, wenn man jetzt was kaufen, noch dem. Bei einer tollen Messe, bei so vielen Ausstellern kriegen die Leute einen Hunger. Was kriegt es denn von euch geboten, die Leute? Wir haben da Grillstützen, gefüllte Enten
und Kleinigkeiten wie Würsteln und Pommes und Erdäpfelpuffer. Hast du gehört, gefüllte Enten? Ja, Enten gefüllt, ja. Gegrillt und gefüllt, ja, sind die. Ja. Also, riechen tut es sehr gut und die Leute sind zufrieden, das Zelt ist voll, also die Qualität dürfte passen. Ne? Das passt, ja. Für das sind wir bekannt, ja. Alles klar. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Danke auch, ja. Tja, Kater, dass wir es Ja, wir sind da bei einem Stand, da schaut es recht gut aus. Was wird denn da Gutes angeboten? Wir kommen aus der Weststeiermark, dürfen das im Lagerhaus Straßhof, die Genussecke, beliefern seit 2 Jahren. Und wir haben Schnäpse und Liköre, Kürbiskernöl, Gin, Uhudler Frizzante, Muscatella Frizzante, alles aus eigener Erzeugung. Und alles ohne Farbstoffe, Aromastoffe und Konservierungsstoffe hergestellt, ist uns sehr wichtig. Also eine ziemlich breite Palette, wie man das sieht, ne? Ja, wir versuchen natürlich unsere Palette immer zu erweitern, damit wir für jeden Genießer ein passendes Stück dabei haben. Und das Schlimmste für uns wäre natürlich, wenn jemand von unserem Stand weggeht und sagt, da ist für mich nichts dabei. Ist klar. Ja, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Bitte gerne. Grünes Hasel schaut gut aus. Ja, schaut das gut aus. Das tun wir jetzt gerade reparieren ein bisschen. Genau. Ja. So, wir sind da bei einem ganz interessanten Stand. Filzhandwerk. Ja, macht sie den Filz selber? Also, wir sind nicht wir, ich bin alleine. Und mache ich natürlich selbst. Das ist das älteste Textilhandwerk der Welt, das es gibt, das wir Menschen, sonst hätten wir gar kein Gewand. Und ich mache es wirklich mit Freude und Überzeugung, weil man dann sieht, wie aus einem Rohstoff, der oft minder geschätzt wird, eben das Fell, das Geschorene von Schafen, wie man aus dem hochqualitative Dinge machen kann, bis zu Dingen, die mit Seide gefilzt sind zum Beispiel. Nicht, das machen sie in Japan. Umgekehrterweise gibt es in der Mongolei, wo es die Jurten gibt. Also wir haben, ohne dass wir Filz filzen könnten, wären wir alle ein bisschen nackig und so. Jetzt kann ich mir vorstellen, das muss ja ziemlich aufwendig sein, bis ein Filz entsteht. Naja, Sie haben zuerst das ist ein langer Prozess. Nach dem Geschoren werden der Schafe, ist die Rohwolle da, die muss gewaschen und kartiert werden und dann wird sie eben gefärbt oder sie bleibt in der Originalfarbe, dann wird sie kartiert auf lange Kartenbänder und dann beginnt das Spiel der Spiele. Entweder ich filze etwas wie so ein ganzes kompaktes Tier, also einen kompakten Hasen, den filze ich voraus mit der Nadel, das nennt man Nadelfilzen. Oder ich habe einen sehr feinen Stoff, dann filze ich zum Beispiel so dünn, da kriege ich die Wolle durch. Ja, das ist die japanische Nuno-Technik. Da reibt man mit der Hand die Wollfasern durch, die kommen hinten wieder raus. Und so verbindet sich das. Das ist nicht aufgeklebt, sondern ist ungefähr ein Prozess von 3 Stunden, dass das so haltet. Sie sehen das verschiedentlich, nicht? Man kann natürlich umgekehrterweise auch die Wolle so legen, dass Gitter entstehen. Man kann im Endeffekt, also bis zum Polster, der eine kirgisische Technik ist, gibt es unzählige kulturell unterschiedliche Techniken, Wolle zu verarbeiten. Also wenn das ist ich eine das ganz wichtige Geschichte, finde ich. Schon. Wenn man das anschaut, das ist sehr zeitaufwendig. Ne? Es ist sehr, sehr zeitaufwendig und das ist das, was die Menschen wenig verstehen. In einer Zeit, wo das alles hochindustriell oder 3D ausgedruckt auf die Welt kommt, nicht? Wenn man sagt, ein Weinkühler zum Beispiel, kann ich Ihnen zeigen, nicht? Also nehmen wir an einen Weinkühler, naja, da sagt er, naja, an dem arbeitest du mindestens einen Tag.
dass du es hast. Nicht? Viel, ja. Ja, oder was weiß ich, eine Vogelhöhle, eine Nisthöhle. Nicht? An dem arbeitest du schon lang, weil der Prozess des sogenannten Krumpfens, das heißt, dass die Wolle kleiner wird, das kennen die Leute nur, wenn sie den Pullover in die Waschmaschine schmeißen. Ja, da habe ich, hab ich schon einige Pullover gekrumpft. Haben sie schon gekrumpft, ja. Aber dieser Prozess, bis die Wolle willig ist, kleiner zu werden, wenn ich das per Hand mache, dauert ja viel, viel länger. Wird mit Wasser und Seife gemacht und wird lang, also zuerst einmal vorsichtig eingerieben und später gewalkt. Ich bin nicht viel dünner geworden dabei, aber es ist jedenfalls eine sehr anstrengende Tätigkeit. Und es macht auch unerhört viel Freude zu sehen, wie man diese Produkte entstehen lassen kann. Und es ist wahnsinnig kreativ, wenn ich Ihnen zeige, diese verschiedensten Tiere, die man da machen kann draußen, das sind alles Fantasiewesen und ein besonderer Liebling der. Ja, ich möchte auch da reinreden. Ja. Aber bis diese Tiere entstehen, da ist so viel Möglichkeit, sich auszudrucken, weswegen es auch im therapeutischen Bereich eingesetzt wird, wo ich bin auch ein Sonderheilpädagoge, also wo man das auch einsetzen kann, wo die Leute eine Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Und Filz kannst du eindimensional bis dreidimensional gestalten. Es gibt eigentlich keine Grenze, vom Geburtstagsbillet bis zur Torte, von der Katzenhöhle bis zum Filzbotschen, ist alles möglich. Kann man eigentlich sagen, ein Bioprodukt? Es ist ein Bioprodukt, eindeutig ein Bioprodukt, weil es besteht lediglich aus der geschorenen Wolle und wird mit Wasser und Seife zu einem festen Produkt verarbeitet oder eben zu einem leichteren, aber ist ein reines Bioprodukt. Und eigentlich etwas, weswegen ich mich so in das verliebt habe, weil es das Erhalten einer Kulturtechnik ist, die sonst verloren gegangen wäre. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass in Österreich jetzt wieder etliche Filzer aufgetaucht sind und wir uns auch zusammengeschlossen haben. Und wir haben auch im Herbst eine Filzfestwoche jedes Jahr in Wien. Also das ist das Einzige, was es gibt in der östlichen Region, wo man sieht, was alles möglich ist. Man glaubt es gar nicht, was möglich ist. Es gibt also hoch qualitative Dinge aus ganz feinem Merino-Filz. Die gibt es bei uns nicht, die Schafe leider. Da passt das Klima nicht. Aber bei uns ist das Bergschaf, was man aus Bergschaf alles machen kann. Aber das sehen Sie zum Beispiel, Armreifen, die sind aus Merino. Nicht? Und umgekehrterweise kann ich sagen, ich möchte irgendwas für Kinder oder für alte Leute, wo man sagt, man möchte motorisch fördern. Nimmst du da ein Bergschaf, das kannst du werfen, das können sie erspüren. Das taktile Gefühl wird da gefördert. Also man kann es eigentlich in jeder Altersklasse einsetzen, im Behindertenbereich, im Altenbereich, aber auch einfach so als Kunstrichtung. Und dem habe ich mich verschrieben. Das ist ganz faszinierend und kann man nur sagen, liebe Leute, schaut auf den Filz, weil sonst hätten wir heute noch nackt da stehen. Ja, wohl, das täten wir. Und ich meine, ob das immer nur erfreut wird, ist die Frage. Dann sage ich schon danke. Bitteschön, gell? Dankeschön.